Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder eine Buchvorstellung aus dem Stiebner Verlag. Es handelt sich hierbei um Werbung, weil der Stiebner Verlag mir dieses Buch kostenlos zur Verfügung gestellt hat, freundlicherweise. Ich habe mir das Buch auch ausgesucht. Und zwar geht es heute um das Buch Maßgestrickt, der Weg zur perfekten Passform von Claudia Eisenkolb. Ich lese wie immer euch erstmal hier den Klappentext vor. Perfekte Passform statt Standardgröße. Eigene Pullover zu stricken macht Spaß. Doch wenn nach dem Abketten das fertige Stück mehr schlecht als recht sitzt, ist Frust vorprogrammiert. Mit diesem Buch ist Schluss mit schlechter Passform. Strickdesignerin und Passformmentorin Claudia Eisenkolb nimmt dich bei der Suche nach der perfekten Passform an die Hand. Sie zeigt dir, welche Pulloverkonstruktionen gut zu deiner Silhouette passen und wie du anhand ihres Baukastens den perfekt sitzenden Pulli für dich strickst. So funktioniert der Bau. Pullover-Baukasten. Nimm deine Maße, wähle die Schulterkonstruktion, die zu dir passt, entscheide dich für die Schnittform und die Abnäher, die dir am besten gefallen. Kombiniere dazu die passenden Ärmel. Stricke deinen neuen Lieblingspullover. Du hast keine Lust darauf, selbst zu designen? Dann wähle aus einer der 5 Anleitungen im Buch dein Lieblingsmodell und stricke los. So, noch kurz erstmal ein paar Worte zu der Autorin Claudia Eisenkolb. Ich gerade mal gucken. Genau, hier haben wir ein Bild von ihr. Claudia Eisenkolb ist wie gesagt Strickdesignerin und auch Passform-Mentorin. Sie gibt selber Workshops in Berlin, ist studierte Diplom-Ingenieurin, arbeitet also hauptberuflich in der IT-Branche und das ist jetzt eines ihrer ersten Bücher zu dem Thema Strickdesign. Ich habe hier noch ein schönes Zitat von ihr. Wir sind alle unterschiedlich und das ist gut so. Wir müssen uns nicht in Standards zwängen, sondern haben es in der eigenen Hand, Oberteile zu stricken, die gut sitzen. Gut, dann gehen wir mal über zum Aufbau des Buches. Also hier vorne zum Beispiel ist schon mal, gibt es hier schon mal ein Lineal eingezeichnet, wo man dann gleich seine Maschenprobe anlegen kann. Das sind hier die 5 Modelle, die man dann auch nachstricken kann. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Gucken wir mal kurz ins Inhaltsverzeichnis, um den Aufbau zu sehen. Genau, es werden verschiedene Pullovertypen vorgestellt. Einmal also Pullover mit eingesetzten Ärmeln, Raglan-Pullover, Pullover mit Sattelschulter. Die gibt es zum Beispiel auch bei den Gänsepullovern. Dann den Contusius-Pullover und Pullover mit Rundpasse. Es wird was zum Thema Strickrichtung erzählt, also von unten nach oben, Bottom-up oder Top-down, von oben nach unten. Seitwärts gestrickte Pullover. Genau, und da gibt es noch ein sehr schönes Kapitel, das heißt, lerne deinen Körper kennen. Da wird dann einfach auch nochmal geschaut, ja, welche Passform passt denn überhaupt zu mir? Welche Schulterform? Ist mein Oberkörper eher kurz oder lang? Wie sind meine Proportionen? Das ist einfach wichtig, um dann später einen passenden Pullover für sich zu stricken. Und darauf hat sich halt hier die Buchautorin spezialisiert, dass man Pullover entwerfen kann, die auch wirklich passen. Und nimmt dich damit an die Hand. Es geht hier also darum, was eigentlich einen gut sitzenden Pullover ausmacht. Und dann werden Strickanleitungen gezeigt, die man selber stricken kann, die aus eigenem Maß angepasst sind. Blättern wir mal ein bisschen rum. Also hier, also es ist relativ viel Text hier in dem Buch, aber zwischendurch auch immer hier mit anschaulichen Skizzen und Bildern, um in diese Materie eben einzusteigen. Hier zum Beispiel sieht man auch die verschiedenen Körperformen, die es gibt. Und
wenn man sich dann hier vorne ein bisschen in die Theorie zum Thema Körper und Passform eingelesen hat, gibt es dann hier diesen Baukasten Mix and Match Sweater, wo man dann eben seinen eigenen Pullover designen und entwerfen kann. Hier sieht man auch nochmal die verschiedenen Konstruktionen, die es gibt, eben Rundpasse, ein Raglan Pullover, Pullover mit eingesetzten Ärmeln, diese Contiguous oder die Sattelschulter. Da haben wir nochmal die verschiedenen Formen. Und das Gute bei diesem Baukasten ist, dass die Größen halt von 1 bis 9 gehen. Also es ist ein großer Umfang auch. Und vorher wird halt auch geschaut, wie wähle ich überhaupt die richtige Größe aus für mich. Thema Maschenprobe ist natürlich auch ein Thema. Und so kann man dann aus verschiedenen Elementen seinen ganz persönlichen Pullover zusammensetzen. Und die Pullover hier in diesem Mix-and-Match-Bereich, die werden alle glatt rechts gestrickt, einfarbig, von oben nach unten mit einer Sockenwolle. Aber man kann das, wie gesagt, dann auch anpassen, auch eigene Muster reinbringen, wenn man dann etwas erfahrener ist. Hier geht es einfach erstmal um das Grundprinzip, um so einen Pullover zu erstellen, und da wird man einfach sehr schön an die Hand genommen. Hier zum Beispiel ist dann ein Rundpassenpullover aufgezeigt, und da, ich darf ja nicht alles zeigen, aber so ein Beispiel, dann sieht man hier erstmal, ja, welchen Brustumfang, der Halsausschnitt, Tiefe der Rundpasse, Oberarmumfang, ist alles angegeben in diesen 9 Größen, wie gesagt. Und wie vorhin schon erwähnt, wer das nicht oder wer erstmal einen fertigen Pullover stricken will, also komplett nach Anleitung, da gibt es auch 5 Modelle hier in diesem Buch, wo man dann erstmal stricken kann. Hier zum Beispiel, das ist Modell Mimose, und ihr seht hier auch, es ist einfach so für jede Körperform passend, hier mit einem schönen V-Ausschnitt, das gefällt mir sehr gut. Oder das Modell Neotia, hier mit einem schönen Rundpasse. Und ihr seht, wie toll auch die Pullover sitzen für jede Körperform. Das finde ich auch sehr schön. Modell Enzian. Hier mit so einem schönen Zopfmuster in der Mitte. Genau. Hinten gibt es dann noch einen kleinen Bereich zum Thema Technik. Und hier sind auch nochmal die Abnahmen und die Zunahmen erklärt. Genau. Also ein wirklich schönes Buch. Ich würde sagen, also für komplette Anfänger würde ich es nicht empfehlen. Die Leute sollten schon etwas Strickerfahrung haben. Und aber für alle, die ein bisschen tiefer in die Materie des Pulloverstrickens eintauchen wollen, wird man hier halt in diesem Buch toll an die Hand genommen. Und das ist einfach für Leute, die eben schon ein bisschen Strickerfahrung haben und sich jetzt vielleicht an ein eigenes Design mal wagen wollen. Dafür finde ich das wirklich gut geeignet. Ich werde das jetzt auch im Herbst mir hier und Winter zur Hand nehmen. Da kann man einfach schön drin lesen an einem Abend und sich in die Materie ein bisschen tiefer eintauchen, wie das mit den Passformen ist und alles. Und ja, für alle diejenigen ist dieses Buch geeignet, finde ich. Und ich verlinke euch alles unten, wo ihr das Buch findet, und weitere Bücher, die ich vorgestellt habe, findet ihr auch unten in meiner Playlist. Und ja, vielleicht ist das Buch ja was für euch oder vielleicht auch als Geschenk für Weihnachten für jemanden, der gerne strickt. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis ganz bald, eure Maschenmarie.